Hallo und herzlich willkommen zur postapokalyptischen Vorschau von Secret Files 3. Ja, wie in jeder tollen Apokalypse haben wir das obligatorische Plüschtier, was sehr verbrannt aussieht, glaube ich. Ein angekohltes Plüschtier, wie furchtbar. Ja, ich finde das übrigens wirklich, also jetzt ohne Witz, wirklich sehr furchtbar. Nicht nur für die Kinder, sondern auch als Erwachsener. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Plüschtiere, die ich früher als Kind hatte, verkokelt wären, dann würde ich ausrasten innerlich. Aber wir nehmen ihn trotzdem mit. Ich meine, wir müssen ja auch verkokelte Teddybären lieb haben, ne? Sie waren hier. Aber wo sind sie jetzt? Ich muss Also. sie finden. Also suche ich am besten nach weiteren Zeichen. So kann ich ihrer Spur sicher folgen. Ich bin ganz ehrlich, das sieht jetzt für mich eher nach so einem Zukunftsmasken-Metallmasken-Symbol aus, aber das soll wahrscheinlich diese Holzmaske da sein. Ich sollte nicht ziellos durch diese Ruinen irren. Irgendwo muss ein weiteres Symbol der Wächter zu finden sein, das mir den Weg zu ihnen weist. Ich wollte mir ja eigentlich nur dieses Schild ansehen, aber Der danke, Zugang Nina. ist eingestürzt. Erstaunlicherweise scheint es nur leicht beschädigt zu sein. Naja, aber sehr stark verrostet, ne, so wie es aussieht. Und du weißt schon, dass das auf den Felgen steht, ne? Es hat keine Reifen drumherum. Es bewegt sich keinen Millimeter von der Stelle. Du sollst es ja auch benutzen, du sollst es öffnen, Kofferraum öffnen oder was weiß ich was. Lüftungsgitter. Ein Ah, okay. schweres Gitter über einem Lüftungsschacht der U-Bahn. Lass mich raten, das müssen wir wegkriegen. Also das Auto. Solange das Auto draufsteht, komme ich nicht an das Gitter. Das dachte ich mir schon. Vielleicht hilft uns ja der Teddybär. Steinhaufen. Hier türmen sich jede Menge Gesteinsbrocken übereinander. Und Ich wir haben nehme einen natürlich der nichts. Gesteinsbrocken mit. Genau. Versucht damit das Auto kaputt zu machen oder sowas, damit das weggeht. Moment, da ist ein Plakat. Das Ende der Welt ist nah. Das ist schon da, laut der Vorhersage hier. Straße, da können wir reingehen. Aber sie möchte ja nicht, dass wir uns irgendwo hier bewegen. Was war das gerade? Schaufenster. Ah! Die Scheibe ist aus Sicherheitsglas und hat dem Inferno bisher standgehalten. Ja. Hält sie auch dem Stein Mal sehen, ob die stand? Scheibe einem gezielten Steinwurf standhält. Auf der Jetzt Scheibe gerade zeigen kurz. sich erste kleine Risse. Gut. Ich dachte jetzt gerade kurz ernsthaft, dass das Gut, zurückprallt. dann nehme ich mal noch einen Gesteinsbrocken. Wie oft müssen wir das machen? Die obligatorischen dreimal oder? Treff wieder an die gleiche Stelle. Ja, Nina, das machst du gut. Ja, Gut, schätze. dann nehme ich mal noch einen Gesteinsbrocken. Schätze, dreimal sollten reichen, so wie das aussieht. Na also, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. In den meisten Fällen ja. Eine Fotokamera. Sehr schön. Wir können das Übel fotografieren. Das finde ich gut. Können wir direkt Fotos machen, damit wir den anderen zeigen können. So sieht die Postapokalypse aus hier. Das wird uns erwarten. Ja. Eine Kamera mit Teleobjektiv. Symbol können wir nicht fotografieren, ne? In die Straße rein können wir anscheinend auch nicht. Also sie sagte so schön mit Teleobjektiv. Das heißt ja eigentlich, dass wir auch ein bisschen reinzoomen können, ne? Aber. Anscheinend kann man die Kamera hier, Lüftungsgitter auch nicht, für nichts verwenden. Haben wir denn hier irgendwas noch nicht? Moment, Moment. Autotür. Nein, willst du mich jetzt veräppeln? Oh. Heißt das, wir können das jetzt verschieben?
Ach, sie macht schon automatisch. Ups. Ohne Hilfsmittel bekomme ich das nicht auf. Ja, wir haben aber keine Hilfsmittel, wir haben nur eine Kamera. Damit kriegst du das nicht auf. Vielleicht hilft uns der starke Teddybär. Nein, der möchte uns auch nicht helfen. So. Was wohl die Ursache für diese Verwüstungen ist? Solange ich nicht sicher bin, dass ich dort die Wächter finde, werde ich den beschwerlichen Weg nicht auf mich nehmen. Moment, wo haben wir jetzt alles? Da oben, da oben. Das ist die Straße. Können wir hier irgendwo hier oben denn was mit der Kamera anfangen? Bei den Ruinen. Sechzehnfacher Zoom, aber nichts Besonderes zu entdecken. Okay. Eine Kamera mit Teleobjektiv. Ja, ich hab's ja verstanden. Können wir nur die Ruine? Was haben wir denn noch? Ruine, Ruine. Können wir da denn nicht fotografieren? Doch, da können wir jetzt auch fotografieren, hä? Da ist es. An der Fassade dieser Ruine befindet sich ein weiteres Symbol der Wächter. Ich hab's gewusst. Ich hoffe, das ist es wert. Das hoffe ich auch. Wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann... Die Wächter sind bestimmt in dem Gebäude im Norden. Ich muss dorthin. Ja, dann lauf. Lauf weg. Ups. Ja, Zum Glück stand ich da nicht drunter. Mhm. Kannst du da irgendwie drüber klettern? Hier ist eine lose Stange des Metallgeländers. Oh, das ist immer gut. Wo ist denn die Straße? Da komme ich unmöglich durch. So, Balkon können wir nichts mehr mitmachen. Das ist jetzt alles... Vermutlich eine defekte Gasleitung. Ja, super. Da werde ich ganz sicher nicht durchgehen. Warum nicht? Du bist doch super, Nina. Das ist der U-Bahn-Eingang. Das haben wir alles gemacht. Das haben wir... Lass mich doch mal gucken, ob wir hier alles gemacht haben. Da oben, die Ruinen haben wir noch nicht fotografiert, aber die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, denke ich mal, ne? 16-facher Zoom, ja. Aber nichts Besonderes zu entdecken. Ja, dachte ich mir schon. Dann versuchen wir es nochmal mit dem Lüft... Achso, Moment, mit dem Lüftungsgitter, aber mit der Stange. So, sie hat ja gesagt, sie kriegt das nicht auf, ne? Damit müsste es sich anheben lassen. Noch knapp 2 Minuten. Wie furchtbar. Mach mir doch keinen Stress. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ah, cool. Ein Tablet. Die gibt's auch in der Postapokalypse. Aber leider schon kaputt. Schade. Ein Damenschuh. Okay. Vielleicht habe ich ihn ja mal irgendwann hier verloren. So, aber ansonsten finde ich hier gerade nichts. U-Bahn-Waggon. Nur ein paar Kabel und Rohre verhindern, dass der Bus in den U-Bahn-Schacht stürzt. Aber ich wollte nur mal eben gesagt haben, ich war das nicht, ne, mit Bus-Simulator 18 oder so. Das Auto ist nur noch Schrott. Um da ranzukommen, müssten mir schon Flügel wachsen. Ja, dann lass dir mal Flügel wachsen, Nina. Ich komme da nicht ran. Ja, ist ja gut. Dann geh halt. Ich glaube nicht, dass ich mich da drin näher umschauen möchte. Warum nicht? Benzin. Das sollte ich lieber sein lassen. Aus dem Tank des Autos läuft Benzin. Ach so. Haben wir was zum Anzünden? da können wir wieder raus. Da, da, Ruine. Sollen wir die Nummer fotografieren? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Das Gebäude, an dem ich das zweite Wächtersymbol gefunden habe. Dort führt mich meine Suche nach den Wächtern hin. Ja, das ist toll. Wenn du aber nicht auf den Waggon drauf gehen möchtest, oder kann ich hier unten hin? Okay.
Sie möchte nicht. Ach so, Moment, wir haben doch hier... Ist das alles, was von unserer modernen Welt am Ende übrig bleibt? Ein verkohltes Stück Hightech? Der Schuh ist stark verbrannt. Ich hoffe, den hatte dabei niemand an. Ja, der würde sonst auch hier liegen, nehme ich mal an. Mit dem Benzin. Also mit dem Schuh können wir es leider nicht auffangen. Oh, das geht nicht, oder? Oh nein, der arme Teddy. Der Teddy ist mit Benzin getränkt. Oh nein. Der Teddy ist mit Benzin getränkt. Ja, und das finde ich nicht gut. Der arme Teddy. Ich will den nicht irgendwie nachher noch in Flammen auf... Ach, ja, oben ist ja Feuer. Moment. Die Frage ist nur, was würde uns das bringen? Also wir haben jetzt Benzin am Teddy. Könnten den theoretisch anzünden? Aber selbst wenn der jetzt mit Feuer im Inventar sein sollte, was soll man dann damit machen? Es sei denn, dass wir... Weil wir waren jetzt hier, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Es sei denn, wir müssen das wegspringen. Der Teddy brennt bestimmt prima. Und deshalb sollte ich ihn dabei keinesfalls in bloßen Händen halten. Wir können den in den Schuh reintun. Mein Gott. Ich hoffe, dass diese Aktion mindestens die Welt rettet. Ja, tipp ab, Teddy, doch jetzt nicht die Stange tief in den... Oh, nein, Nina, bitte. Komm, wir müssen uns beeilen, bevor der Teddy hier komplett niederbrennt. Also ich hoffe, dass die jetzt selber in Sicherheit geht. Das sollte ich lieber sein lassen. Nein, warum? Du sollst es hier machen. Hallo? Wieso macht sie es denn jetzt? Anzünden und schnell in Deckung gehen. Ich verstehe nicht, warum sie sich erst verweigert und jetzt macht sie es doch, aber egal. Vielversprechend. Bringt uns das jetzt was? Können wir da jetzt durch? Nö. Da komme ich unmöglich durch. Okay, vielleicht müssen wir da reinklettern. Das kann natürlich sein. Ich werde im Wrack des ausgebrannten Busses nach oben klettern. Durchhalten, Nina. Ich glaube an dich. Eine Minute. Dort steht einer von Ihnen. Aber was macht er hier auf dem Dach? Hallo? Hören Sie mich? Na toll. Soll ich vielleicht durchs Feuer über den Abgrund springen? Früher wäre ich an dieser Stelle aufgewacht. Aber diesmal muss ich einen Weg finden, das Feuer zu überwinden. Da springt mir doch direkt ein Handrad ins Auge. Den Fahrstuhl einfach so nach unten fahren zu lassen, bringt nichts. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Okay. Die Mechanik selbst scheint intakt zu sein. Ich fürchte, der Motor hat seinen Geist aufgegeben. Okay. Dann haben wir hier noch ein Drahtseil, eine Kabelrolle. Eine Rolle mit einem dicken Drahtseil. Können wir da was von abzwacken vielleicht? Ein Stück vom Drahtseil ist abgerissen. Ich nehme es mal mit. Okay, perfekt. Das Drahtseil sollte wohl ursprünglich die große Werbetafel stabilisieren. Oh. Ich hab's festgebunden. Ah! Moment. Moment. Und was soll ich nun mit dem losen Ende tun? Das kann ich dir sagen. Ich weiß nur nicht, ob's funktioniert. Weil sie hatte ja gesagt, es macht keinen Sinn, ihn einfach nur nach unten fahren zu lassen. Und ich wir müssen hier irgendwie was Feuer. Festgebunden. Nina, geh mir doch mal aus dem... Nein, nein, nein. Geh doch mal in die Richtung hier, damit ich da mal draufklicken kann. So. Mach jetzt das, was ich denke. Los geht's. Ach, ich bin so gut. Ist hier noch ich irgendwas? Sollte mich beeilen. Bereiten Sie den Defibrillator vor. Schnell! Du bist gekommen. Ja, ich muss wissen, wie ich euch finden kann.
Wer seid ihr? Warum tut ihr das? Wieso wollt ihr uns vernichten, wie all die Zivilisationen zuvor? Das Fermi-Paradoxon. Das Universum ist Heimat von 100 Milliarden von Galaxien. Folgst du der Logik deines Verstandes und der Mathematik, muss es Myriaden von intelligenten Zivilisationen geben. Aber nie gab es ein Zeichen. Keine Form des Kontaktes. Ja, weil die Entfernungen zu groß sind. Und was hat das alles mit Pi zu tun? Intelligentes Leben breitet sich exponentiell aus. Die Milchstraße müsste also innerhalb von wenigen Millionen Jahren kolonialisiert sein. Und? Ich verstehe nicht. Die Maschine... Ja? Sie... Was? Pi... Wo? Wo ist er? Nina, du bist zurück. Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Warum hast du mich schon zurückgeholt? Nina, du warst 3 Minuten klinisch tot. Ich muss zurück. Der Wächter, er wollte mir was Wichtiges sagen. Was? Wozu man diese Maschine braucht. Die Zahlen, die er in den Staub geschrieben hat. Max, schnell! Ich brauche was zum Schreiben. Einen Moment. Ach so, Ach so, schreiben. Ja, genau. Sie hatte doch gesagt, Schreibutensilien. Ich nehme mal ein Blatt Papier und einen Stift an mich. Mach das! Beeil dich! Sie braucht das! Schnell! Sie hat mich um etwas zum Schreiben gebeten. Ich sollte es ihr besorgen. Ja, dann gib ihr das doch auch. Hallo! Hier, Zettel und Stift. Sehen aus wie Koordinaten. Das sind Längen und Breiten gerade. Haben Sie hier einen Internetzugang? Was ist das für eine Frage? Das World Wide Web entstand 1989 genau hier im CERN. Wussten Sie das nicht? Dort drüben ist ein Terminal. Meint die den Schreibtisch? Ach nee, ich habe bereits hier alles. Ja, ja, ja. Ist okay. Hab's zu spät gesehen. Und was soll ich da jetzt? Ach so, hier. Nina hat Zahlen auf den Zettel geschrieben. Ja, toll. Muss ich das jetzt selber eingeben? 3, 6, 4, 1... Ich sollte hier eintragen, wonach ich suchen will. Ja, dann mach es doch. Ich sollte hier eintragen, wonach ich suchen will. Oder muss ich das da reinziehen? Bin gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Okay. Na gut. Eine Insel? Santorin, um genau zu sein. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.